Hallo ihr lieben Mini-Ninjas und willkommen zurück zu Dark Souls 2, wo wir heute unseren ersten großen Boss, unsere erste große Seele A. erlegen, B. bekommen werden. Und das Ganze nicht nur einmal, sondern zweimal. Und wir machen das zweimal aus unterschiedlichen Gründen. Aus drei Gründen sogar. Sehr schön. Weil A. es für die Story wichtig ist. Das heißt, wenn wir einen Boss zweimal töten, werden wir herausbekommen oder einen Tipp, wenn wir es noch nicht kapiert haben, bekommen für etwas, was für Dark Souls, für die Dark Souls 2 Story sehr, sehr wichtig ist. B. Also der zweite Punkt ist, dass... Habe ich das hier noch nicht aufgenommen? Der zweite Punkt ist, dass eine Spielmechanik in Dark Souls 2 oder bevor Dark Souls 2 released wurde, groß angekündigt wurde, die sich richtig toll aufs Spiel auswirken sollte. Und das lässt sich unter anderem bei diesem Boss hier sehen. Und der dritte Punkt ist, dass wir bei diesem Boss unsere liebe Lucatiel mitnehmen dürfen. Und mitnehmen müssen, um ihre Story voranzutreiben. Und wie ich ja schon mal gesagt habe, müssen wir mit Lucatiel insgesamt drei Bosskämpfe überstehen, drei Bosskämpfe schaffen. Und das geht unter anderem hier. Ich glaube, wir werden diesen Boss, den kann sie ganz gut überleben. Ja. Hallo, Dehnmacher. Wir können mal gucken, ob ich dich hier draußen schaffe. Mal kurz hier rein. Genau. Weil Lucatiel kann man insgesamt für vier verschiedene Bosse mitnehmen. Drei Bosskämpfe muss sie überleben. Und das muss man aber nicht bei drei verschiedenen Bossen machen, sondern es geht bei... Es war jetzt aber unfair, dass du da so zustößt. Schon wieder hier oben eingehen. Ich hasse diese Dehnwache. Also wirklich, die Gegner, die hier vorher unten waren, die waren auch nicht ohne. Das waren, glaube ich, zwei, einer links, einer rechts. Auch so zwei Draufhautypen. Aber sie waren beim besten Willen nicht so nervig wie die bescheuerte Wache. Die mich ja auch noch fast tötet. Der Boss, und ich habe jetzt irgendwie keine Lust mehr, immer weiter zu sagen, der nächste Boss hier, der Lost Sinner, den wir gleich treffen werden. Oh, wir haben schon 39 dieser kleinen Steine. Ich glaube, die können wir auch mal langsam aufbrauchen. Wie ich es schon oft genug erwähnt habe, es gibt mehrere Stufen dieser Heilsteine. Und selbst die kleinste Stufe weigere ich mich immer zu nehmen. Das ist wie in anderen Rollenspielen, wo ich die schwächsten Heiltränke bis auf Maximalstufe aufhebe. Für den Fall, dass ich es irgendwann mal brauche, aber dieser Zeitpunkt kommt einfach nie. Und am Ende habe ich tausende Heilsteine im Inventar. Ist nicht euer Ernst, oder? Hab ich echt noch nicht genug Ausdauer, um danach noch... Ich hasse es. So. Das Blöde an diesem Gebiet ist, unter anderem, dass wir Lucatiel mit zum Bosskampf nehmen wollen. Weil Lucatiel nämlich dazu neigt zu sterben. Und damit sie das nicht tut, müssen wir hier erstmal ein bisschen aufräumen.
Ach so, kick mal an. Wir haben den Schlüssel wirklich schon, den man früher im Mondturm holen musste. Wir haben ihn schon. Man konnte immer nur den Weg hier unten aufmachen. Der leichtere Weg ist natürlich der hier oben lang. Aber um diese kleinen Türen, die wir beim vorletzten Mal hier oben geöffnet haben, also diese Tür hier vor uns, um die zu öffnen, brauchte man schon den Schlüssel. Den wir dann schon hatten, weil man die mittlerweile in der Bastille bekommt. Ach so, 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 so. Das heißt aber auch im Klartext, ich muss diesen blöden Heidenheit hier noch töten. Ohne zu sterben. Natürlich hänge ich in der Tür fest. So macht man das. Easy. Mann, ich stelle mich mitunter sehr blöd an. Und wir haben den Heidespeer bekommen. Ich wollte die ganze Zeit schon die Waffen ablegen. Ich bin so doof. So, da. Aus Heide stammender Speer. Seine spezielle Legierung macht ihn sehr widerstandsfähig. Die Zusammensetzung der Legierung dieser Speere bleibt ein Rätsel. Der Versuch, sie in Drang Lake zu imitieren, hat jedoch den ganzen ähnlichen Brettenstahl hervorgebracht. Der sagt mir gar nichts. Sehr schön. So, aber wir müssten jetzt hier. Ist der noch hier? Nee. Früher war Lucatiels Summoning Sign da in der Ecke. Ich glaube, mittlerweile ist es hier unten einer der Zellen oben. Hoffe ich jedenfalls. Ach. Doch, 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 ich glaube. Aber nicht hier. Nieklinge-Luet? Sagt mir gar nichts. Ist der neu? Es gibt ein paar, ich glaube, ja doch, ich glaube, es gibt ein paar neue NPCs, zu denen ich aber nichts, echt nichts sagen kann. Habe ich mich nie mit beschäftigt. Ich muss jetzt hier nur so ein bisschen verzweifelt rumsuchen. Gucken, ob sie vielleicht einfach drüben ist. Denn dieser kleine hässliche Weg, gibt es hier nicht mittlerweile auch Gegner? Nee. Oder? So, ich glaube, hier unten lag auf einer Seite liegt was unten in der Ecke. Ist schon mal ein Lebensstein. Mit etwas Pech habe ich ihren Dialog nicht genug vorangebracht. Das wäre mir dann sehr, sehr peinlich. Ja, wir haben den Festungsschlüssel wirklich schon die ganze Zeit. Machen das hier oben aber noch nicht, weil wir den Bosskampf einmal mit Änderung, einmal ohne Änderung spielen wollen. Habe ich echt Lukatier noch nicht hierher gebracht? Aber wir haben ja einmal in der Festung schon mit ihr gequatscht. Und wenn ich nicht blöde bin, habe ich ihren kompletten Dialog ausgeschöpft. Natürlich immer das Problem, man muss die Leute wirklich anquatschen, ihren kompletten Dialog immer durchquatschen, weil ansonsten sie nicht zu ihrem nächsten Gebiet gehen. Aber hier kann man ja keine Summoning Signs sehen. Ist ja komplett von Arsch jetzt. Ich mein Telefon hier? Auch nicht. Ich weiß nicht, was mit der Aufnahme passiert, wenn ich raustappe. Haha, ich mach's. So, bei euch bleibt das Bild vielleicht einfach nur stehen, ganz kurz. So, Lucatiel. Ich gehe mal ganz schnell. Lucatiel. Quests. Nicht Mask. Quests. Skull of the First Sin. Dim, dim, dim. Nehmen wir Fextra Life oder nehmen wir Wikidot?
Wiki dort war für Quests besser. Also, wir haben sie in der Bastille. Ich finde diese ganze Tower. Ja, das stimmt. Summoning Signs. At the bottom of the elevator. Das ist aber hier noch nicht. Das ist aber nicht. Ich glaube nicht, dass das richtig ist. Ich glaube, du hast den Bastille Summoning Sign. So umschreiben. Ihr müsst jetzt zugucken, wie ich das google, weil ich es nicht ohne sie machen möchte. Also wir haben eigentlich komplett mit ihr gequatscht, wenn ich mich recht entsinne. So, from the McDonald's. Genau, da kann man sie finden. At the bottom of the Sinner's Rise Lift. Warum ist sie nicht da? Bei mir hat es gerade. So. Jetzt sollte es wieder gehen. Oh, wir haben noch so viel Zeit heute. Das suchen wir sie doch einfach nochmal auf. Habe ich echt nicht mit ihr geredet? Also doch geredet definitiv. Aber nicht genug geredet? Das wäre ja unschön. Ganz unschöne Sache wäre das. Wir müssen. Oh Gottchen. Sie ist in. Sie ist oben. Was ist das hier? Der obere. Junge Dame. Dann wollen wir doch mal schauen, was hier das Problem ist. Ups, bin ich zu weit rumgelaufen. Vielen Dank dafür. Mal schauen, ob Lucatil noch dasteht. Ich scheine nicht genug mit ihr geredet zu haben. Our land of Mira is surrounded by enemies and constantly at war. There is only one way up in Mira. Join the Order and prove yourself in battle. My family had little fortune and no name. I had to carve out a piece of the world for myself. With two things, my sword and my loyalty to my lord. I was raised to wield a sword from birth. Life was hard, but I never gave it a second thought. I had swift success on the battlefield and quickly attained respectable stature. And then I came here to. Ja, ich glaube, ich habe die Kiste geöffnet und habe wirklich vergessen, mit dir zu reden. Kann das sein? Have you heard of the undead? These poor souls affected by the curse. An undead gradually loses his humanity until his wits degrade completely. Finally, he turns hollow and preys upon others. And a hollow can never be human again. One can skirt this wicked fate only with the help of the souls found here. Assuming, of course, that the legends are true, I can only hope. That they are. Schau an, sie hat ihre Maske abgenommen. Und man sieht ihr Gesicht noch zur Hälfte normal, zur Hälfte aber schon untot. Das heißt, der Curse schreitet bei ihr voran. I'm sorry to burden you with talk of my fate. I suppose I've grown weary these days. I'm sorry, I suppose. So, jetzt haben wir aber genug mit ihr geredet. Also, sie ist so eins. Wirklich ein Zeichen dafür, auch da wieder, dass der Fluch immer weiter voranschreitet.
Und vielleicht ist es ja ein Grund, dass man mit diesen NPCs Bossgegner zusammen töten muss, dass es ja bei Bossgegnern besonders viele Seelen gibt und dass sie quasi diese Seelen brauchen, um eben in ihrer Geschichte noch so lange durchzuhalten, um einem alles zu zeigen, um einem alles zu geben, was sie einem geben wollen. Ich weiß es nicht, habe ich mir gerade nur ausgedacht, um irgendwie einen Grund für diese Spielmechanik zu finden, weil. Oh, das war aber eine Reaktionszeit. Wieder mal einer toten Ente, Benny. Wir bei dir eigentlich was kaufen? Irgendwas Interessantes? Große Titanitscherben. Nehmen wir mal mit. Ja. Nicht, dass wir die jetzt unbedingt bräuchten, aber dann für die Peitschen. Denn sobald wir hier aus der Bastille raus sind, gehen wir einen Weg, wo es dann endlich mal Peitschen gibt. Habe ich mir vorgenommen. So. Runter geht's. Auf, wir dürfen Lucatil rufen. Kommt er raus? Rutschen. Hab ich ein bisschen dumm reagiert, ha? Sehr schön. Lebenssteine gibt es ja eigentlich auch relativ häufig. Deswegen ist das gar nicht so schlimm, die ab und zu benutzen. So, Fahrstuhl ist natürlich wieder nicht da. Krass, wie er noch da hängt. Aber es ist halt auch so ein Ding, ne? Als Neueinsteiger oder wenn man doof ist, so wie ich, weiß man ja nicht um die Mechanik, dass man mit NPCs immer wirklich den Dialog so lange durchquatschen muss, bis er sich wiederholt. Cool. Aber die Leichen haben tatsächlich noch Ragdoll für die Umgebung, aber nicht für den Spieler. Sehr merkwürdig. Ja, also bis er sich wiederholt und dadurch kann man schon ordentlich was verpassen. Das heißt, ihr Summoning sein sollte jetzt auftauchen. Da ist es auch schon. Dann kommen wir versuchen mal mit ihr zusammen das Gebiet zu machen. Ich hatte in der Originalversion ist sie mir da schon mal gestorben. Aber da waren auch andere Gegner da. Mal gucken. Mal gucken, wie sie sich jetzt hier schlägt. Hallo Lucatiel. Hallo Wache. Stirbt sie da gerade? Ja, jedes Mal, wenn ich von hinten, macht er einen Move, der dann rundum geht. Ich stelle mich aber, das ist mit ihr nicht irgendwie leichter. Mädchen, hättest du doch mal zuschlagen können. Das hat sehr gebracht. Kann ich eigentlich Lucatil mitteilen? Nicht, dass ich wüsste. Oh. Wir nehmen den oberen Weg, Lucatil. Kann sie das? Bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob sie das hinkriegt, hier die Leiter runterzugehen. Wie gesagt, noch nie ausprobiert. Sehr schön. Okay,
Okay, sie heilen wir nicht mit, da gab es, glaube ich, einen extra Spruch für. Das heißt also, wir gehen jetzt zum ersten Mal zum Lost Sinner und ganz genau hingucken, was hier am Anfang der Cutscene passiert. Bam, bam, bam. Und es war dunkel. Ich habe ihn noch nie ohne Schild besiegt. Also noch nie ohne Schild bekämpft. So, Lukatil wurde besiegt. Also, es ist echt doof, sie vorher schon mitzunehmen, nach wie vor. Das heißt, wir müssen jetzt mit dem leicht stärkeren Gegner kämpfen. Denn jedes Mal, wenn... Oh, Vicarino. Jedes Mal, wenn ein... Es ist... Ich bin wirklich lange nicht mehr hier gewesen und die Timings für seine Angriffe, also wie lange er sich Zeit lässt, um nochmal loszuschlagen, das habe ich ganz offensichtlich nicht drauf. So. Aber jetzt weiß ich zumindest, dass es total doof ist, Lukatil da am Anfang mitzunehmen. Ich weiß nicht, wie es ist, wenn man einfach durchrennt, ob sie beim Gegner bleibt oder ob sie mit durchrennt. Stimmt, dazu ist 2. Dark Souls 1 war man unverwundbar, wenn man Hebel und so benutzt hat. In Dark Souls 3 ist man es auch wieder. In Dark Souls 2 hat zum Ärger vieler, Ärger, den ich auch verstehen kann, eingeführt, dass man getroffen werden kann, wenn man Hebel benutzt, wenn man durch die Fog-Gates durchgeht. Es gehört einfach dazu, dass man unverwundbar ist in der Zeit. Weil es auch gerade für Speedrunner toll ist, damit so vieles umgehen zu können. Das ist einfach eine Spielmechanik und nicht irgendwie ein Fehler im Spiel gewesen. Dass es im zweiten Teil nicht drin ist, macht so manchen Weg, wenn man wirklich häufiger bei einem Boss stirbt, gerade wenn man neu ist, macht so manchen Weg nervig. Man immer alle Gegner besiegen muss oder Gegner erst weglocken muss von den Schaltern. Aber im Großen und Ganzen nicht das Problem. Ich überlege jetzt noch einen von der Zeit. Können wir mit Lukatil jetzt einfach durchrennen? Komm, wir versuchen das einfach mal. Wir rufen sie. Hoppala. Und stürmen dann einfach nach vorn. Und schauen, ob sie mitrennt. Das wird mich wirklich interessieren. Kämpft sie, kommt sie. Oh, sie kommt. Oh, da hinten kommen Explodierende. Naja gut, aber kommt zwar immer noch. Können wir einfach reingehen mit ihr. Oh nein, jetzt geht sie kämpfen, oder? Ich habe dich nicht gesehen, du Schwein.
Das Ding ist wirklich, hier drin ist so dunkel, dass es echt unangenehm ist, dass man immer wieder den Fokus auf den Gegner verliert, auf die verlorene Sünderin. Auch sehr schön im Englischen. Doppeldeutig im Deutschen wurde es einem direkt verraten, dass das hier eine weibliche Person ist. Was ganz wichtig ist, denn... denn wir haben das am Anfang in dieser Cutscene gesehen. Die... Es ist so in diese Maske, die so ein bisschen wie die eiserne Maske wirkt, ist ein kleiner Käfer reingekrabbelt. Und dieser Käfer, wir haben dafür schon mal eine Andeutung bekommen, sieht exakt so aus wie der kleine Käfer, der in Lost Isolith. Also der... Wie hieß denn das? Der Bossgegner. Dieser große Baum, wo man am Ende diesen kleinen Käfer erschlagen musste. So. Locatel hat's überlebt. Sehr schön. Ja, also es sieht aus wie dieser kleine Käfer da aus Lost Isolith. Und als wir in dem Gebiet waren, ich weiß nicht mal, wer uns das erzählt hat hier, in der Bastille. Sünderin, die Witch of Isolith, hat die größte aller Sünden begangen. Sie hat versucht, die First Flame nachzubauen und hat dadurch die Chaosflamme erschaffen, wodurch die Dämonen in die Welt gekommen sind. Also eine der größten Sünderinnen. Hier haben wir die auch eine Sünderin wieder einmal, die sehr viele Sünden eben, unter anderem, weil sie hier die ganzen Leute umgebracht hat, eingekerkert hat, gefoltert hat und so weiter, auf sich geladen hat. Also noch eine Sünderin. Es zieht sich alles durch. Und wir haben von Straight, glaube ich, erfahren, dass hier vor Urzeiten mal Schreckliches passiert sein soll. Und schauen uns jetzt noch die Seelenbeschreibung an. Also A, es ist vom Symbol her einfach schon eine der großen Seelen. Eine große Seele. Die Seele der verlorenen Sünderin, der Gefangenen des Sündenhügels. Die verlorene Sünderin wird sich für ihre einstigen Sünden bis in alle Ewigkeit selbst strafen. Nutzt die besonderen Seelen, bla 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 bla. Mehr Infos gibt's wieder über ihre Waffen. Aber wir können jetzt hier mal so ein großes Urleuchtfeuer anzünden. Und das ist unsere Aufgabe, 4 dieser Urleuchtfeuer anzuzünden. Und uns jetzt hier raus zu teleportieren. Mal sehen, ob jemand was dazu sagt. You have acquired the soul of an old one. That is more than most undead can say. Und wir benutzen das mal. Wir brauchen einfach mehr Ausdauer. Also ich brauche mehr Ausdauer. Haha, er hat es geschafft. Wir können rollen nach einem Doppelschlag. Da hat sich's doch schon gelohnt. So. Und jetzt wollen wir zu diesem Leuchtfeuer zurückgehen, wo wir eben noch den Lost Sinner bekämpft haben. Super, bin ich perfekt gesprungen. Das hätte ich auch gar nicht machen müssen. Weil wir jetzt hier nämlich... Ich will Bildeffekt aufheben, okay. Ein Asketenleuchtfeuer reinwerfen. Das haben wir noch nie gemacht. Jetzt zum ersten Mal. Auch wenn die Zeit um ist, aber machen wir heute einfach ein bisschen länger. Haben die Flammen das Asketenleuchtfeuer verzerrt, können seine Effekte nie mehr umgekehrt werden. Seid vorsichtig, denn das Asketenleuchtfeuer stärkt nahe Feinde. Feuer hat eine Verbindung zu dem Fluch und wenn die Flammen an die Macht, an Macht gewinnt, so tut es auch der Fluch. Benutzen hier so ein Leuchtfeuer. Und damit kommen jetzt alle Gegner hier in diesem Gebiet wieder zurück. Wir haben ja noch keine Gegner in diesem Gebiet komplett ausgeschaltet, denn auch das war ja etwas Neues in Dark Souls 2, dass man NPCs hier draußen insgesamt nur 10-mal töten. Insgesamt nur 10-mal töten kann. Was ist denn jetzt hier an meiner Ausrüstung wirklich kaputt? Und wenn man sie 10-mal getötet hat, sind sie verschwunden. Für immer.
Was einerseits natürlich dazu geführt hat, dass man nicht unendlich farmen konnte, was aber gleichzeitig auch dazu geführt hat, dass neue Spieler nicht unendlich gefrustet wurden, wobei ich die Zahl 10 da schon relativ hoch finde. Man muss erstmal 10 Mal Gegner töten, damit man dann einfach zu einem Boss durchlaufen kann. Das ist schon relativ viel. Also ohne Scheiß. Aber ja, auch eine Mechanik, die es ja nicht in Dark Souls 3 reingeschafft hat. Gucken wir mal raus. So. Und das, was die Entwickler mit diesen Asketenleuchtfeuern, beziehungsweise dem New Game Plus, also dem nochmaligen Durchspielen versprochen haben, war, dass das Spiel sich ändern soll dadurch, dass neue Gegner kommen, dass Gegner anders platziert werden. Also ihr seht jetzt hier schon, die Gegenstände sind wieder da, die wir jetzt schon einmal aufgenommen haben. Es gibt allerdings auch neue Gegenstände. Oftmals sind das neue Versionen von Ringen. Also höhere Versionen, die sind auch nicht automatisch an der Stelle, wo die alten Ringe waren, sondern sind teilweise an anderen Stellen. Das finde ich ganz hübsch. Und ein weiterer Aspekt war, dass sich Bosskämpfe verändern sollen. Und das ist ja schon mal etwas, was an für sich ganz cool klingt. Und der Lost Sinner, die verlorene Sünderin, ist das die verlorene im Deutschen? Ich glaube. Ist einer der Bosse, die sich wirklich auch verändern vom Gameplay her. Der Lost Sinner war sowieso schon eigentlich ganz cool, weil das, was wir jetzt nicht gemacht haben beim ersten Mal, ich habe ja erwähnt, dass der Raum sehr dunkel ist und dass ich immer wieder den Kamerafokus auf ihn verliere, gerade wenn er in die Luft springt und solche Sachen, was den ganzen Kampf ein bisschen erschwert, weil es so ein Kampf gegen die Kamera wird, was schon mal nicht besonders cool ist, gegen die Kamera kämpfen zu müssen, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Mit dem Festungsschlüssel, wie gesagt, den man früher meiner Meinung nach, achso, wir können jetzt das da rausholen. Ist das jetzt blöd gewesen von mir? Stirbt man jetzt hier? Stirbt man doch jetzt, wenn ich jetzt versuche, hier runterzukommen, oder? Ich glaube, ich bin ein bisschen doof. Geht's halt ein bisschen länger. Ja, den Festungsschlüssel, den man früher meiner Meinung nach im Mondturm bekommen hat, also sich erst besorgen musste, mit dem kann man ja die zwei Türen links und rechts vom Lost Sinner öffnen, was ich schon getan habe. Und mit Hilfe der Fackeln kann man an dieser Stelle Licht anzünden, sagt man so, Licht anzünden, Licht machen, sodass der ganze Bosskampfraum nicht mehr dunkel ist, sondern hell erleuchtet wird. Und das macht natürlich den Kampf schon im normalen Modus. Also dafür muss man nicht im New Game sein oder ein Asketenleuchtfeuer benutzt haben. Sondern da reicht schon. Da reicht schon. Das geht auch im normalen Modus. Und damit kann man die ganze Arena da erleuchten und das macht das natürlich alles viel leichter. Genau. Und aber der Punkt, der wirklich sich bei diesem Bosskampf ändert im New Game Plus, ist, dass zusätzliche Gegner in den Kampf dazukommen. Und das ist so ein bisschen traurig, weil sie das wirklich am Anfang, noch vor der Veröffentlichung, richtig angekündigt haben, so, wow, wir haben neue Ideen für New Game Plus. Und das stimmt auch so zu einem Teil. Blöderweise sind diese Ideen. Ach, guck an. Das sind die Originalgegner. Nee, ist nicht euer Ernst. Es ist jetzt nicht die Dänenwache mit denen zusammen. Also diese Herrschaften hier unten, die waren früher vor der Dänenwache da. Und haben quasi hier unten gewartet. Und jetzt sind sie nur im New Game Plus da. Wie billig ist das denn mal? Das ist ja mal voll für ein Arsch. Jetzt hast du da zwei Typen an der kleben.
Und der eine passt auch noch hier rein. Na, Lukas hier. Komm mal dazu. Und es kommen auch noch beide rein. Ich will nichts sagen, aber ich glaube, hier ist Schluss für heute. Das war mir nicht bewusst. Das kenne ich tatsächlich. Im Original war es nicht so rum. Im Original war dann einfach der Lost Sinner mit ein bisschen mehr Gegnern da. Versuchen wir es noch einmal mit durchrennen. Na komm, wir haben noch genug Männchenbilder. Ich versuche es einmal mit durchrennen, schnell. In der Hoffnung, dass Lukatil das überlebt. Ja, eigentlich hat der Boss nur zwei Fernkämpfer dabei. Zwei Pyromanten. Was den Kampf jetzt nicht großartig anders gestaltet. Und das ist traurigerweise wirklich einer der wenigen Bosskämpfe, wo sich was verändert hat. Ohne nachzudenken, wüsste ich jetzt gerade gar nicht, was es noch für Bosskämpfe gibt, wo sich was ändert. Der The Duke's Lost Prayer, bei dem waren wir logischerweise noch nicht. Da gibt es im New Game Plus eine witzige Änderung. Und zwar nicht im Bosskampf selbst, sondern davor. Denn man trifft im New Game Plus schon vorher einmal auf Freya. Wer auch immer das jetzt ist, ich glaube, der Name verrät da nicht allzu viel. Aber man trifft schon vorher einmal auf sie. Und je nachdem, wie viel Schaden man dann in diesem Vorlauf vor dem Bosskampf an ihr ausrichtet, desto weniger Leben hat sie dann im Bosskampf. Das ist eine ganz witzige Komponente, finde ich. Auch nicht dramatisch anders, aber es ist witzig zumindest. Und ansonsten fällt mir spontan echt keiner ein, der anders ist. Drachenreiter macht auch nichts anderes, ha? Huh? Naja. Naja. Sei es wie es sei. Wir holen Lukatil und sprinten und hoffen, dass wir durchkommen gegen all die Gegner, die jetzt hier rumrennen. Das ist mir echt zu viel Gegner. Vor allem so Arschloch- und Umschlaggegner. Da weiß ich immer nicht, was ich davon halten soll. Ich will ja gar nicht zu viel meckern. So. Ist ein rotes Phantom gekommen. Und da oben stehen jetzt rote Phantome davor. Sehr witzig. Und Lukatil kämpft oder was? Lukatil, komm mal her. Warum kommt sie nicht? Blöder K. Ach. Ist nicht dein Ernst, Lukatil. Perfekt gerollt. Erstmal dich besiegt. Lukatil sieht noch halbwegs am Leben aus. Ich versuche das jetzt auch nur einmal. Ja, das geht vor allem darum, ich wollte euch diese Mechanik jetzt hier zeigen. Und gar nicht das großartig machen. Puh. Hau zu, Lukatil, hau zu. Sehr schön. Wir können hier glatte, seidiger Stein aufnehmen. Wir müssen jetzt einen Flammenschmetterling benutzen. Einen der wenigen, die wir besitzen. Haben damit unsere Fackel entzündet, ohne sie an einer Fackel zu entzünden oder an einem Leuchtfeuer. Drücken Lukatil zur Seite. Und schaffen ein bisschen Licht hier in der Bosskampfarena. Und zwar auf beiden Seiten. Lukatil ja ganz gern mal heilen, aber ist glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass ich den Lost Sinner jetzt schaffe, wenn ich schon sehe, wie verhältnismäßig stark hier an der Seite die ganzen Gegner davor waren jetzt. Aber wir können es mal anschauen. Und die 14.000 Seelen tun uns jetzt auch nicht weh, wenn es nicht klappen sollte. So, guten Tag, Lost Sinner.
Also, Video ändert sich nichts, aber ihr seht, es ist Licht hier drin. Noch ist niemand gekommen, oder was? Echt noch am Ende dran gewesen? Oder kommen die beiden nur im richtigen New Game Plus? Das kann auch sein. Ich hasse die kurzen Waffen, ey. Da kommen sie. Okay, also wir haben es zumindest mal gesehen. Wie gesagt, ich bin echt... Also, für New Game Plus bin ich hier nicht vorbereitet. Es gibt einen anderen Bosskampf, da werde ich das definitiv auch machen, um euch das nochmal zu zeigen, weil man den Bosskampf wirklich easy peasy wegnüschelt. Aber bei dem... würde ich sagen, sind wir gut für heute. Hat ein bisschen länger gedauert. Und mir war relativ klar, dass ich ihn nicht schaffen werde. Weil der grundsätzliche Schaden, den ich anrichte, und ich habe noch 0 Punkte in Leben investiert. Deswegen, ja, und dann bin ich einfach zu schlecht. um's mal so zu sagen. Aber wir haben damit den ersten großen Boss, das erste Urfeuer, entzündet. Der Boss hat auch einen neuen Drop. Den konnte ich jetzt natürlich nicht zeigen. Machen wir dann bei einem anderen Boss, einen der anderen 4 Bosse. Da werde ich es euch dann zeigen können, was es damit auf sich hat. Aber es ist eine ganz... Also man sieht schon stark. Also diese viel kleine Figur, die in den Lost Sinner reingeklettert ist, zeigt, es geht hier um Witch of Izalith, so in die Richtung. Da scheint was zu sein. Das Land vorher von Dämonen befallen und von der Sünde befallen. Und es wurde von der alten Hexe geredet mit ihren Töchtern und so weiter. Also ganz offensichtlich oder höchstwahrscheinlich ist das ein Königreich gewesen, die Bastille. Ein Teil des Königreiches, das über Lost Izalith erbaut wurde. Wie lange das auch immer her ist, dass da mal irgendwann Lost Izalith war. Und beim nächsten Mal gehen wir weiter und zwar, ich glaube, in die königlichen Jagdgebiete. Ich glaube, das ist mein Plan. Endlich eine Peitsche holen. Und dann geht's ab mit Peitschen. Bis morgen, ihr Lieben. Ciao, ciao.